mein düster Impuls gemacht. Mein Vogel wollte nicht viel tun, aber grundsätzlich sind die Viecher ja noch nicht unbedingt eine Herausforderung. Na doch, inzwischen ja, weil die meinen Level angepasst sind, Kim. Ich hab also den Splittergranate. Eben waren die trotzdem keine große Herausforderung. Ja, wie gesagt, guck mal, Dex, ich bin da reingelaufen und hab das gemacht. Geil. Haben wir irgendwo hat jemand minderwertige Munition rumfliegen? Nee, ne? Nö. Ja. Hast du was zu abdrücken? Hab aber nicht viel. Ich hab's doch fallen lassen. Also ich hab sie fallen lassen, keine Ahnung, wo sie hin ist. Aber war das die 8 Munition, die gerade von meiner Nase aufgetaucht sind? Genau. Kim hat sie eingesammelt, Dex. Brauchst du die? Dex. Für deinen Mosander gibt es einen Granatenwerfer. Dankeschön. Mosander? Granatenwerfer? Wer ist Mosander? Den Panda-Dingsbären. Hier, ermöglicht es dir, auf Mosander zu reiten, während es mit einem Granatwerfer um sich schießt. Okay, ich muss jetzt nur ganz kurz wissen, wer ist Mosander? Wer ist der Panda-Bär? Der Panda mit dem Moos auf dem Kopf, den du eben gefangen hast. Wo wir die zwei davon umgenietet haben. Als wir zu zweit gerade rumgeflogen sind. Okay, warte, alles. Ich bin gerade am gucken in meinem. Hab ich den gefangen, auf ja? Level 33. Du hast den gefangen, ja. Nummer 33, Dex. Im Paldex. Du hast ihn auf jeden Fall gesehen, gerade. Ich hab auch einen Mustang. Ach so! Ah, den hab ich aber nicht gefangen, du hast ihn doch gefangen. Ich hab ihn gefangen. Ach so! Stimmt, ne? Ja. Siehst du? Siehst du? Ah ja. Ja, mich beschuldigen! Ah ja, stimmt. Warum beschuldigen? Wenn mich beschuldigt. Ganz böse. Dass du was gefangen hast? Pudi. Ja. Das ist eigenartig. Die kommen dabei raus. Da bin ich ja glücklich. So, Dodo, ich bin wieder bereit. Ich auch. Ich bin richtig bereit. Bin ich jetzt. Dann wieder. Kim, willst du mit? Was wollt ihr tun? Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Aufdecken, gucken und hoffen, dass man einen tollen Flieger bekommt, damit ich nicht hier Texte lesen muss von irgendeiner Kim im Chat, die sagt, was ist ein Noob-Wing rumhampeln muss. Immer noch, du hättest theoretisch einen besseren Flieger. Ja, aber ich wollte keinen Metallsattel machen für die nächste Stufe, wo ich aber schon lange drüber rausgewachsen bin. Weißt du, was ich meine? Sattel Level 33, Taxi? Über welches Flieger reden wir denn? Den Hell C4. Wer war das nochmal? Nochmal Paldex, was? Da weiß ich gerade nicht. Der Blitzvogel. Ah, den habe ich aber noch nicht. Doch. Nein. Den hast du gefangen. Nein. Cool. Nein. Ich war doch dabei. Wo habe ich ihn gefangen? Ich hab dir den von der Nase weggefangen. Das kann auch so, den kannst du den haben. Aha, ich bin schon wieder beschuldigt, irgendwas gefangen zu haben. Kann ich den irgendwie suchen? Gibt es hier eine Suchfunktion? Nein. Nee, leider nicht. Guck mal ganz kurz, Leute, welche das ist, welche Raute oder sowas. Oh Gott. Ich habe also nichts, was leuchtet hier bei mir. Alles so. Ich mach Luki. Also ich glaube, das nächste Flugteil, was ich habe, ist der Wirbern. Und dafür mache ich keinen Sattel mehr. Aber bin ich jetzt besoffen? Wo ist er denn? Ach da, 97. Ach, den habe ich doch. Ach, das ist den. Das ist der. Ach so, das ist der aus dem Stadtgebiet dort, ne? Wo die Schmetterlinge auch sind, ne? Und die Katze. Ja. Ah ja, den habe ich wohl. Okay, also aber den würde ich nicht reiten. Ich würde eher lieber ein Level weiter warten und dann für den Beacon Sattel holen. Den was für ein Ding? Beacon. Für meinen Blitzvogel. Den habe ich nicht. Will jemand ein fettes Lama mit einer Krone? Kannst du mal mitnehmen, wenn du mal farmen gehst? Oh, sollen wir mal schlafen gehen, ne? Aber der hat endlos Magen. Für den gebe ich kein Geld aus. Wir könnten ja da hinten hin. Da ist was richtig Geiles jetzt beinahe. Ich sehe aber nix, ne? Ist schwarz. Oh ja, bei dir ist wirklich schwarz. Ist schwarz, ich sehe nix. Schwarz, schwarz, schwarz auf schwarz. Hier ist nicht schwarz. Leute, sollen wir schlafen gehen? Seid ihr gerade irgendwo in der Nähe zum Schlafen? Ich habe die Betten abgerissen, aus Versehen. Also nicht aus Versehen, aber vergessen wir dann. Ich wollte eigentlich zu Dodo und Dex, aber die beiden sind so weit weg von irgendwelchen Punkten, die ich habe. Oh. Willst du nochmal zurückkommen, Kim? Ich habe da noch was für dich. Oh ja. Vielleicht sieht man ja die Spawnpoints. Man sieht schon mal die grünen Dingens da hinten in der Ecke. Da sammeln wir mal ein paar auf. Mhm. Wow. So, aber ich muss jetzt gleich auf jeden Fall hier noch jetzt ins Schneegebiet hier vorne. Weil ich will mir jetzt noch so einen Feuerfuchs holen. Apropos, Dodo. Ja? Du hattest doch eben von dem Beacon erzählt, ne? Den hast du doch gar nicht. Den Beacon? Ja. Den Vogel, den habe ich. Nö, den hast du nicht.
Den hab nämlich ich, dein Vogel, weil wir den rausgenommen haben. Ja. Nee, aber ich hab mehrere von denen. Stimmt. Ich hab ganz Hol viele dir den Hügel raus. Fürs Entsaften. Übrigens, noch wir haben Danke. Ganz viele Palsplitter, ihr braucht die hier nicht anfangen zu machen. Oh, Verzeihung, das war ich. Stimmchen, weil ich hatte ja zwei normale aus dem Ei bekommen und dann habe ich noch einen Boss-Geeken da. Na, jetzt nimm den doch mal raus, Kim, was dauert denn da so lange? Achso, noch mehr. Ja, das waren zwei, hab ich doch gesagt. Nein, hast du nicht. Doch, ich habe ja noch einen, habe ich gesagt. Weil irgendwie nicht weggeschnitten. Der Drache und das Mammut, wie sie auf die kleinen Betten liegen, oh mein Gott. Also was, das passt. Ich mag diesen Marmorest, der sieht einfach voll niedlich aus. Ja. Der ist, ich finde ihn super. Marmorest ist gut. Ist er auch. Er ist ein guter Typ. Ich mag den gar nicht. Das wundert mich nicht. Hey, was soll das heißen? Was denn, du magst lieber eher elegant oder süß? Hast du recht. Marmorest ist elegant. Nee, gar nicht. Marmorest ist chunky. Ihr habt ihn noch nie mit Smoking gesehen. Letztens auf der Feier. Das, was ich mir nicht vorstellen möchte. Letztens auf der Feier. Auf der Paarfeier. Das sah super aus. Nicht wahr, Dodo? Ja. Siehst du? Aber da waren nur Dex und ich eingeladen. Ja. Kein Wunder, ich wäre doch gar nicht hingegangen. Die richtigen Paarspieler, ja, hier. Die noch mit den Noob-Fliegern fliegen. Fliegern fliegen. Ich fliege nicht mal. Bin ich denn noch ein größerer Noob? Ja. Also schon mindestens die erste Stufe sollte man haben, sonst ist man nämlich kein Paar-Spieler. Ich hab zwar einen, aber ich nutze den nicht. Also gerade wenn man dabei ist, um hinter irgendwelchen Idioten hinterher zu fliegen, ist so ein Flieger schon ganz praktisch. Ich renne mit meinem Pferdchen. Idioten, wen meinst du? Was heißt hier Idioten? Welche Idioten denn? Ich weiß auch nicht, das ist so offensichtlich. Aber warum fliegt man denn hinter Idioten her? Ist man da nicht selber dann noch ein Idiot? Weil die nicht auf einen warten und man noch keinen Spawnpunkt in der Nähe hat. Ich bin immer noch an der gleichen Stelle. Sterbe ich denn hier? Es ist eiskalt. Ich hab keine. Ich hab noch eine Rüstung an. Ich hab keine Rüstung dafür. Kommt ihr daran liegen, dass ihr im Eisgebiet seid? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oder Nubis hat ein Ei auf dem Kopf. Oh shit. Dex, nicht sterben. Ich bin tot. Ich verstehe nicht, wieso mir gerade kalt war. Ich bin gerade den ganzen Berg runtergeknallt. Oh, boah, das ging so schnell, hätte ich das nicht gedacht. Aber wow! Dodo kann dich vielleicht noch aufheben. Könnte ich machen. Könnte er machen, ja. Nur nicht so viel bringen, glaube ich. Ein Jumbo-Ei auf dem Kopf. Du wirst ja, mir gar nicht. Wo bist du über? Du oh, bist den am Berg runtergefallen. Oder? Oh, ich bin auch tot. Also, so schnell bin ich jetzt auch nicht da. Ich habe kein. Das ist kalt. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch Rüstung dafür dabei bekommen. Ich habe auch Rüstung dabei. Ich bin trotzdem gestorben. Weil es trotzdem kalt ist. Aber bist du auch tot? Ich bin auch tot jetzt. Noob. Sagt der zuerst gestorben ist. Ich habe ja keine. Der hat ja wenigstens eine Pelzrüstung. Ich weiß aber nicht, wie man die anzieht. Der hat die bestimmt auf links gedreht. Nee. Hier ist bei dem Einhändler ein Hoodie-Dino mit Workaholic. Wollen wir den haben? Egal. Hau. Ah. So ein Hoodie-Dino mit Workaholic. Wollen wir den haben? Ich glaube, den brauchen wir. Brauchen wir den noch? Ich glaube, der hat glaube ich nur noch eins. Also das ist immer Stufe 1, also nicht unbedingt gut. Ja. Wow. Dodo, ich könnte im Schneegebiet spawnen. Kannst du mir, Dodo, wenn du noch da bist, ich habe nicht dran gedacht, kannst du mir eine Pelzrüstung bauen für die Kälte? Ich habe eine dabei. Kälteresistente Pelzrüstung, ja. Ich habe nämlich nur was für die Wüste. Was ist das eigentlich für ein Boss hier? Den können wir ja gleich mit Kim machen, wenn sie da ist. Wenn sich mal langsam sputet. Wenn sich mal sputet hier die Dame. Immer so langsam alles. Ich hab Zeit. Ich hab ja nicht das Problem. Hast du gerade eben gesagt, du hast keine Zeit. Ich hab auch nur Zeit bis, keine Ahnung, 18:30 Uhr. Mal gucken. Ich muss noch was für die Uni tun. Tün. Ui, jetzt so, der Rüstung kommt. Jetzt seid ihr da. Danke. Der Ecke. Gut. Ich will noch gucken, wo du bist. Auf Richtung. Ich geh direkt ins Eisgebiet, das spawn ich mal. Ich kann wohl. Okay, du kannst ja dann direkt zu mir kommen. Warum ist da ein komischer Streif in den Wolken? Über den Wolken. Das muss ich gleich nochmal hören. So. Was ich?
Rauschen in den Wolken. Au. Sieht aus wie ein Grafikfehler. Ja, das ist ein Grafikfehler. Es kann aber auch sein, eben habe ich gesehen, dass das vielleicht doch kein Grafikfehler war, weil da war ein Lootstrahl von einem toten Spieler von uns aus dem Startergebiet, lag da noch rum. Und dann habe ich was aufgehoben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das war. Keine Ahnung. Also ich habe auch diesen Streifen, aber den habe ich jetzt im Moment, als ich das aufgehoben habe, doch, da ist immer auch da hinten. Das ist der Reißverschluss übrigens von der Karte. Kennst du die Truman Show? Ich habe den Film nicht gesehen, aber zwei Zusammenfassungen. Der Film soll gut sein. Ja, sehr gut. Jim Carrey macht immer gute Filme. Qualitativ sehr gute Filme, wie Ice Age zum Beispiel. Age Ventura. Wo bin ich gestorben? Ach, wir sind direkt nebeneinander gestorben. Ja, ich hab dich da sterben sehen, hab auch deswegen gelacht. Toll. Hat er lustig, sagt er. Ach, Sander. Das ist meins. Okay. Es gibt keine PvP-Server, es wird aber bald PvP möglich sein, heißt aber nur, dass man Pal gegen Pal kämpft. Also wie bei... Bei anderen Spielen, die jetzt nicht genannt werden. Ja, die nicht so gut sind. Wo er recht hat, hat er durchaus recht. Ja, hat er recht. Hat er recht. Ich hab's nicht gespielt, ich darf das nicht sagen. Guck mal, wie versteckt das ist. Unglaublich frech. Ich hab's gespielt. Dex, ich bin bei deiner Leiche. Hast du deine Leiche schon aufgehoben, oder was? Natürlich nicht. Ich bin an meiner Leiche gewesen, hab's vergessen aufzuheben. Was für ein Held. Ich wollte gerade sagen, ich stehe an deiner Leiche und warte auf dich und du bist schon vorbeigeflogen. Ich wollte unbedingt dieses Teil hier holen, das war ganz wichtig. Ne, ich komme. Bin unterwegs. Guck nach oben. Ich komme nur noch! So, Dex, und ich werfe dir jetzt hier eine Pelzrüstung hin. Aber nicht ins Wasser, sonst schwimmt die doch weg, Mann! Die wird weggespült. Ihr denn? Danke. Meteor. Gerne. Also, so, flashy diese Angriffe aus. Er trifft nix. Wer? Drachenmeteor. Dieses große Meteorschießen, das mein Drache manchmal macht. Da musst du einfach, ganz ehrlich, das ist so ein super, super Skill, wenn du ein Lager zum Beispiel, wo ganz viele drin sind, dann einfach voll reinhalten. Da musst du ja sowieso nur einfach Hirn aus, Keule raus, ne? Also selbst dann trifft er nicht. Stecken. Wenn ich nicht drauf sitze, dann macht er das auch irgendwie anders. Dann trifft er. Aber irgendwie ist der Winkel dann auch anders von dem Angriff. Hier ist ein wunderschöner Fuchs. Von irgendwem habe ich den. Kennst du doch Fuchs? Cycle. Ja, Fuchs Cycle. Oder Sickle. Sickle. Den hau ich jetzt um. Und der haut mich bestimmt um. Ich weiß nicht. Immer davon aus, ja. Oh ja. Das. Oh mein Gott. Dex, hier laufen noch diese Eishirsche rum. Willst du davon eine haben? Ja. Gucken wir mal. Stark. Die sind echt gut. Sind auf Aggressivität. Angreifen, Vieh, da, Gegner, hier vorne, danke, tschüss. Muss ich mal wieder alles alleine machen? Oh Gott. Mag ihn lieber ein. Oh Gott. Ei, Jung. Komm mit dem Blauen. Bitte, geh mit dem Blauen rein. Mann, okay, dann nehme ich die Grünen. Wolltest du Blau nehmen wegen dem Stil? Ich finde die Blauen einfach nett. Ah, die Grünen sind aber auch hübsch. Roten. Da hätte ich ein bisschen mehr Grüne craften sollen. Ich habe echt zu wenig dafür. Oh, da hinten ist ein Ei direkt neben dem Turm. Oh, das ist ein guter Ball. War knapp. Was ist die Geburt wieder hier? Aber geht's ja mit Fangen mit Bossen leichter, meine Liebe. Nein, wo ist er jetzt hin? Nur 16%. Oh Gott. Weißt du was? Ja. Was eigentlich der. Hier ist das auch. Scheiß Base Location bei dem dreifachen Wasserfall.
Na eben. So, wenn es gut, kaltblütig, na toll. Ja, guck mal, Hilfe. Was denn? Alex, und da hinten fliegen die Hirsche. Die fliegen die Hirsche? Was machst du da? Die Hirsche. Laufen die Hirsche. Okay. Paul macht wieder irgendeinen Nonsens. Ich mach gesagt. Ja, was heißt das denn? Sie hat sich verbockt. Das sollst du nicht, das ist mein Ding. Wie locker mal. Ja. Oder auf ein Tier aufsteigen, geht auch manchmal. Da haben sie nicht, sie hat mitten in der Luft gehangen oben. Kopf in der Decke. Das ist übrigens das Tier, was bei den, wenn ich bei einem Boss kämpfe, was den immer einfriert. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier. Das darfst du nicht machen. War das Wii? Nee, nein. Nicht der Klasse? Dreimal Baseball. Der Hirsch hier, der von mir wegläuft. Ach wow, das sieht ja ganz anders aus. Jetzt hab ich wusste nicht, welchen Hirsch du meintest. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so ein ganz... Ach, das ist aber... Ist das ein Hirsch? Das ist ein Hirsch. Krasser Scheiße. Eishirsch. Den nehme ich mir jetzt mit. Erstmal. Mach das. Erstmal. Mit aufs Level. 25. Passt genau in meine Richtung hier. Waffe wechseln kurz. Aber die 30er Hirsche, die hat man auch immer gut einfangen können. Das sieht cool aus. Sie haben doch nicht von vorne gesehen, aber hinten ist er hui. Vorne vielleicht fui, aber na egal. Hui, fui. Hui, bui. Oh, da ist auch ein Hirsch. Nehme ich dich mit, Level 30. Lass dich mal ansehen. Oha, na, du hast aber einen Vorbau. Ja, ich weiß. Ja. Hä? Oh Gott. Hm, wild. Okay, nett. Ich bin eigentlich hier hingekommen. Ich wollte eigentlich ein Flugtier fangen oder irgendwie was finden. Ja. Ja. Oh Gott, die Hirsche greifen an. Sie greifen die Hirsche an. Ups, der ist tot. Entschuldigung. Nummer 2 hier. Au! Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ja, der lässt sich ganz einfach fangen, selbst die 30er. Den habe ich gefangen, sofort. Mit einem Wurf. Aber jetzt kommen die Brüder und die Schwestern gerade, die sind voll wütend. Ja, das ist schon. Los, Beacon, kämpf. Beacon. Das ist irgendwie so ein, wie so ein Frühstück irgendwie. Bacon. Ja. Oh ja, Beacon hat den ersten schon mal. Nein, oh Gott, nein, nicht den Vogel. Vogel, komm zurück. Oh. Da angreifen. Schildkröte. Was ist denn los, ey? Angreifen. Böse Hirsch. So. Du wolltest ihn fangen, oder? Ja, ist er da? Der ist noch hier drin, glaube ich, in der Wand, ne? Mein Beacon hat ihn gerade in die Wand geblitzt, ja. Ja. Oh nein, falscher Wurf. Tja. 4%, mal gucken. Okay. Ja. Ich bin gerade in einem Dungeon drin. Hier sind gerade die Mozzarinas. Mozzarella? Ja, aber gut, Bro. Pau, was meinst du? Eine dicke Mozzarella? Ja, oh, Angriffsstrategie. Obwohl die buggen sich immer, ne? Ja, cool. Deswegen. Nee, komm ich so mal. Guck, ich freue mich gerade. Ich habe gerade einen ganz tollen gefunden. Ich gehe mit dem Wolf mal unterwegs. Ist mir gerade ein bisschen besser, finde ich. Wir sind jetzt auf einmal 3. Übrigens, ich war gerade direkt neben euch. Oh, und bist tot? Nein. Achso. Ich laufe gerade einem Hirsch hinterher und warte darauf, dass ich mein Leben genug regeneriert habe, um den wieder anzugreifen. Die machen schon ganz gut Aua. Ja, aber die kann man leicht fangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer nur einen Ball geworfen. Lauf. Bis auf die blauen. Also blaue Bälle. Ich brauche keine blauen Bälle mehr craften. Das, also was heißt craften aber hier? Das ist hier leicht. Das ist 2%. 2%? 2%. Für was? Mit 30er habe ich gerade mit dem grünen 2%. Ich habe einen sofort gefangen. Jeder Dusel hat einen Fusel. Ja. Mhm. Nennen Sie mich Mr. Dusel. Duselfusel. Ich muss ja auch mal ein bisschen Dusel, Fusel, Schnusel haben an dem Spiel, ja? Ja, gönn dir. Ich will nicht noch mehr Festungskommandanten haben. So viele Festungen kann ich gar nicht mehr bauen, ne? Wie viele Kommandanten es gibt. Geht das wieder los, ja? Heute habe ich noch keinen Festungskommandanten bekommen. Der wird aber bestimmt bald auftauchen. Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. So ein Scheiß. Mua. Egal. Ich weiß jetzt, wo es die gibt.
Nico, Vincent. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Ich guck einfach gerade nur. Weil da hinten gibt es das große Wüstengebiet Chillet. Und da hinten das große Eisgebiet. Gibt es da in den großen Wüstengebieten irgendwas, was ich Fliegendes fangen kann, was mir dann... Ja, aber ist das, kann ich aber nicht mitnehmen. Also mit mir reiten. Oh, ich habe ein großes Ei gefunden. Knisterndes Ei. Erst an 5,5 Leveln von mir. Nee, über 5,5 ist noch nicht so viel. Also. Ja, aber ich kann jetzt nicht auf 40 hochziehen mit den Tiere fangen, weil sonst die Gegner, die unsere Base raiden, auch Level 40 sein werden. Mhm. Nicht nehmen. Geh weg da. Ich mach grad ein Foto. Der kommt jetzt. Ich denke mal so jetzt. Ich gesehen. Jetzt kommt der Tote so. Ich habe übrigens einen Wohn-Schlafbereich gemacht, wo quasi jeder seinen eigenen halben Raum selber. Das ist schön. Kann. Ja, das ist schön. Möchte das jemand mit mir in Ehebett liegen? Ja. Ansonsten kann man nämlich das, konnte man das nicht aufteilen. Ich. Ja. Du hast trotzdem deine Seite, deine Hälfte noch, aber ne, also du musst das selber. Das sieht sehr unfertig aus da vorne das Gebiet. Ja. Ja. Meinst du? Was ist denn? Die Wüste da hinten? Das große leere Gebiet zu eurer Linken. Zu eurer Linken? Link ist der Berg, der Eisberg. Ja. Du meinst geradeaus, vielleicht die Wüste ist das. Ja, das ist die Weitsicht. Rechte? Ich habe links und rechts habe ich nicht so ganz drauf. Okay? Ist egal, rechts und links ist eigentlich Wurst. Das siehst du aber nicht, weil du die Rendersdistanz vielleicht zu niedrig hast. Ja, aber so. Es gibt wirklich sehr, sehr leere Gebiete. Also es gibt hier auf jeden Fall auf der Map Gebiete, da ist nichts. Überhaupt nichts. Okay, Early Access. Alles Early Access, genau. Ja. Ah, das sind Bienenkönigin. Ja. Ich müsste mir mal eigentlich eine fangen. Das war mit Kim gestern im Dungeon, habe ich mir auch eine geholt, so ein Arbeiter. Hm. Oh, Kim ist ja da. Ja? Nein, nicht dahin. Attacke! Oh. Das war nicht so schlau, Dex. Oh Gott, ich hab den Berghang runtergeballert. Ich hätte es nicht gesehen. Ich hab gedacht, das ist der Noob-Vogel aus Level 1 zu stark. Ist auch hinter mir, kommt ein Angreifer. Ich hab dir gerade die Bienenkönigin aus der Matrix geschossen. Nee, ich will keinen fangen. Ja, das sind Mustangas. Wolltest du denn die Königin? Vielleicht heißen die ja auch Mosander und nicht Musander. Oder Musander. Musander, das muss es sein. Wie hieß nochmal der Sänger? Mus L? Mus T, kennt ihr das? Kennt ihr den Sänger? Ganz sicher. Ja, da unten ist eine Statue. Kann sein. Mal nehmen, einsammeln. Du meinst den Linkspunkt? Ja. Chat, kennt auch jemand Mus T? No. Cause I get on cool. Okay, werdet ihr bestimmt kennen, wenn ihr das hört. Ist eigentlich ein ganz recht bekanntes Lied. Kim stört aber ab. Ja, so komme ich jetzt gerade den Berghang hier nicht hoch, und bis ich die Ausdauer regeneriert habe. Aus so einem Gebiet, in das man noch schlecht reinkommt, wo man keinen Flieger hat irgendwie. Oh, Ei. Hallo Ralle, hallo Snake. Ei. Ich glaube, ich sollte jetzt Wüstenzeugs anziehen, ne? Wäre von... Aktuell habe ich das Problem noch nicht. Am Rand hast du es auch noch nicht so. Wenn du mehr reinfliegst, hast du das Problem. Oh ja. Ja. Hörst du's? Schawitz. Die Hitze, sie durchdringt deinen Körper. Komm gleich wieder, Dodo. Ich muss mal ganz kurz wieder zur Base zurück. Ach, wo denn? Ja, ich habe keine Bälle mehr. Oh, Mann, ich habe nur Eier in der Hose und keine Bälle mehr. Es gibt keine anderen. Grüne? Dafür brauchst du Metall. Nein, dafür brauchst du Metall. Für grüne Bälle? Ja. Brauchst du ein Metall pro Ball. Komm, Dex, wir sammeln einfach welche, während wir hier sind. Wir machen die. Immer wenn wir Wilder oder sowas finden, nehmen wir die auseinander. Die geben ja auch Bälle. Das zerfurchte Riesenei habe ich jetzt gerade hier reingeschmissen. Welche Eier sind von wem denn hier alle? Eins war von mir, ich weiß noch nicht mehr welches, keine Ahnung. Oh Gott, Kim, lauf. Von mir, ich tue die anderen auch mal hier rein. Oh. Ein Jumbo-Ei. Guck mal da. Und ein saftiges also das. Bei der Quelle müssen meine sein, wenn da noch Flugvieh. Welche sind. Keine mehr da. Genau, Dexi, wir haben ein Flugvieh für dich gefunden. Aua. Okay, ich komme. Ein Susaku. Oh, ja, mal gucken. Tschüss. Level 40, haha. Ja, kein Problem, easy going. Zu dritt schaffen wir das vielleicht. Ja, zu dritt schaffen wir das. Hallo Adia. Welche Farbe? Rot. Schick, lass mich mal sehen. Und rot, hier, überhaupt. Ich hab rote Bälle dabei zur Not. Okay. Zwei rote, wie viel hast du?
Also 8. Ja. What the heck? Ich habe einen von Pau bekommen, den habe ich außerdem weggeworfen. Ich habe einfach einen von Pau gelootet. Mehr habe ich nicht getan. Wo? Wo seid ihr? Hier hinten. Karte gucken, Lexilein. Ich bin auch bei euch, aber... Hier, oh. Also da. Oh, das sieht cool aus. Sieht ein bisschen mager aus. Also der müsste doch schon ein bisschen mehr essen, aber sonst... Junge, das Ding sieht aber echt... Ist das Shaming, Dex? Was heißt Shaming? Der sieht aus wie so ein Insektenviech, das das Maul, unten unter den drei Dingern hat. Das ist, das sieht aus wie ein... Oh Gott, was ist ein Shaming? Was heißt das? Wie sage ich das am besten? Hier ist ein Cat-Shaming, Dexilein, Fat-Shaming. Du kennst doch Fat-Shaming. Nee, was ist Cat-Shaming? Pet-Shaming. Pet-Shaming. Oh, Pet-Shaming? Stellt sich gerade also, doof an. Nee. Fettbeleidigung, also... Nein, ich, ganz ehrlich, die ganzen englischen Wörter kenne ich doch nicht aus Deutsch. Ich habe das hier nicht. So, die Leute interessiert das hier alles, ganzen Quark von den ganzen Wörtern und sowas nicht. Keine Ahnung. Schämend. Sag das doch, ja, sag das doch auf Deutsch. Schämend für was? Fettshaming, also... Beleidigst du, dass er dick ist? Man beleidigt dafür, dass sie dick sind, genau. Was ist das denn da hinten? Ach, nö. Hier ist ein Dinosaur Lux. Ich interessiere mich da nicht. Wenn jemand dick ist, ist jemand dick. Wenn jemand dünn ist, ist jemand dünn. Wollen wir das Viech jetzt angreifen, oder was? Ja, ich bin dabei. Bam. Ja, schon, ja. Oh Gott, das hat nicht mal einen Kratzer gemacht. Wie kann? Greif an. Ich hab vergessen, wie es heißt. Ungeduldig, jetzt hab's. Also wie gesagt, interessiert mich das alles. Oh Mann, ich will doch nur das Tier tauschen, deswegen. Er ist tot. Beacon ist gestorben. Wie geht das denn? Ach du Scheiße. Ist noch nie passiert. Das geht überhaupt nicht. Der hackt. Ja. Der hackt. Buffer. Der hat Schieß an. Halte aus, so bis das andere Viech wieder lebt. Upsa. Lalala. Ja, komm Käfer, du machst ein Blatt jetzt hier. Garados. Mal da hier ran, da. Oh wow. Schön blitzen. Ja, oh, Igel. Der Igel fliegt schon. Der Igel ist gut. Igel, flieg und sieh. Oh Gott, der guckt mich an. Der guckt mich an. Feuerfuchs, greif an. Ja, das pack ich. Jetzt packe ich mal ganz kurz ein, der ist mir so kurz zum Sterben. Aua. 0,03% mit einem blauen Ball. Ich glaube, da muss wirklich der gelbe oder rote Ball. 0,05%. Okay, ich habe nur. Jetzt gucke ich mal, wie viel ich davon den anderen habe. 5% ist aber so hochgegangen. 6% mit dem gelben. Warte, ich nehme mal. Wie viel Leben hat der denn noch? Sieht man das noch? Nee, siehst du bei den normalen Tieren nicht. Musst du schätzen, wie viel Schaden. Schieß noch so leicht drauf, aber der Strich ist so mickrig. Also mit dem roten habe ich 4%. Gelben habe ich 6%. Okay, dann schwerf du. Aua. Lauf, Dex! Du hast mit dem roten weniger als mit dem gelben. Nee, das hat, war bestimmt von der falschen Seite. Ah. Dex, ja? Dodo, kannst du mal eben die Akro ziehen? Irgendwie? Dex, du kriegst bei mir zwei rote Bälle. Ich versuch mal die Akku zu ziehen. Komm her. Leg sie einfach auf den Boden, Pim, und lass Dex aufheben. Ja, aber deswegen muss ich trotzdem mal eben ganz kurz ruhig stillstehen. Ah ja, das könnte ein bisschen schmerzhaft werden sonst. Hier, los. Alles gut, ich komm dahin. Da kommt irgendwas gerade angewackelt, das überhaupt nicht zugehört. Oh, ich bin hier irgendwo fest, ich komm nicht weg. Ich war ein Stein. Aber das Dinosaurum, das würde ich auch gleich sehen, wenn ihr... Das ist so doch ein Bild. 17% mit dem roten. 17%. Der letzte Ball war das übrigens. Ja, komm. Ja, ist drin. Zwei rote zur Not. Yay! Gut, next. Und ein cooler Typ. Für einen heißen Vogel kriegt ein cooler Typ. Danke für die zwei roten Bälle. Also Dex, in 5,5 Level kann ich dir dafür einen Sattel machen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so schnell geht. Dass sie ihn gefangen haben, meinst du? Nee, dass mein Tier den da angreift. Ja. Ach, der ist ganz da. Das tankt. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja. Aber Titi. Das Ding ist nur, wann kriegen wir einen Sattel für das Teil? Im 5,5 Level.
Oh, ist gleich tot. Oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, der war Level 40. Wenn nicht, dann war er zwischen 40 und... Kannst du nicht mit dem blauen Ball fallen. Oh Gott. 44, sag mal. Wir haben einfach noch ein bisschen mehr Leben abziehen. Ups, das wollte ich nicht. 0,0% mit dem... Passt. Das geht. 3% mit einem grünen. Mach mir, warum zu mir? Ich hab nichts getan. Das ist, halt, ne? Kommt immer zu mir. Ja. Tot? Er lebt noch. Nee, ist tot. Nee, der ist tot. Warum ist er tot? Hat er einen Feuerschaden oder sowas bekommen von irgendwas? Potenziell habe ich ihn erschossen. Sorry, aber davon gibt's noch mehr. Hast du ihn erschossen? Ja. Womit? Was sind das denn für coole Typen? Indianer haben wir hier! Ja, das ist ein, das ist der Robin Quill Terra. Ja, das ist jetzt hier ein Indianer Terra. Habe ich meine Rüstung kaputt? Ach, schon wieder dieser Ohrring, ey. Boah, ja, Dex, da hab ich ja so ein Flugviecher für dich, Dex. Schon wieder mehr? Nightwings. Krass, was machen die denn hier?